Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Ich möchte euch nur einen ganz kleinen Tipp zeigen, weil ich bin schon ein paar Mal gefragt worden, was muss ich mit den Blättern von den Narzissen, Osterglocken, Tulpen und so weiter machen? Kann ich die abschneiden, wenn es verblüht sind? Und dann muss ich jedes Mal sagen, um Gottes Willen, nein, die müssen eintrocknen. Aber ich weiß selber, das schaut halt nicht schön im Beet aus und man braucht für die nächsten Blumen, wenn man die Pflanzen will, braucht man Platz und dann liegen immer die Blätter von den Narzissen rum oder von den Tulpen. Und da gibt es jetzt bei den Narzissen und auch bei den Hyazinthen mache ich das, gibt es so einen einfachen Trick, damit es einfach ein wenig schöner ausschaut und dann ringsherum ist ein bisschen mehr Platz und das zeige ich euch schnell. So, hier seht ihr noch die Blätter von Hyazinthen. Die haben diesmal ziemlich spät geblüht. Das waren allerdings auch eine ganz andere Sorte. Neue. Da nehme ich wie bei einem Zopf drei so Bündel. Irgendwo, wo es halt gerade geht, weil wenn es mehr sind, muss man halt mehr machen. Und flechte da einfach einen Zopf. Die kann ich ruhig ein bisschen zusammenziehen. So. Das noch ein bisschen zusammenziehen und dann hält es so. Man hat ringsherum dann Platz schon und es kann schön abtrocknen. Und ich finde, es schaut nicht einmal schlecht aus, wenn sowas da ist. Ich mag es jetzt da noch einmal mit denen da, weil da sind ja auch noch welche. Einmal, zweimal, wenn man nicht alle erwischt, ist ja auch nicht so schlimm. Das soll ja nur für, hab ja da noch eins, damit es nicht ganz so hässlich ausschaut, wenn die da stehen. Und die werden ja dann gelb und dann fliegen sie am Boden runter oder legen sich halt am Boden so hin. Und man möchte ja die Sommerblumen reinpflanzen. Ne? Und das kann man dann in dem Fall schon machen, weil da kann man ja dann da ringsherum aufhacken und kann schon pflanzen, wenn man will. Also ich jetzt nicht, weil bei mir ist es sowieso ein bisschen eng alles. Ich habe zu viel drin. Aber hier, so. Und dann kommt da auch wieder Luft rein. Ne? Schaut doch gut aus. Bei den Tulpen ist es ein wenig schwierig. Da muss man halt immer unten wieder die gelben Blätter wegtun. Manche gehen ganz leicht weg. Und die kann man wegtun dann. Da habe ich auch einen Zopf liegen, den habe ich schon länger gemacht. Und bei den Hyazinthen kann man es genauso machen. Das zeige ich euch auch noch. Kann man aber immer bloß von einer, also pro Strang eine Hyazinthe nehmen, weil die sind halt dicker da, diese Blätter. Sonst fallen die immer wieder auseinander, wenn es dann zu viel sind. Und wenn das der Fall ist, dass wieder auseinanderfällt, dann muss man halt noch einmal machen mit ein bisschen weniger Blätter. So, schauen wir mal, ob das hält oder ob es zu viel war. Einfach bis auf und dann noch einmal anziehen. So. Und passt doch so. Wenn euch der Tipp gefallen hat, dann macht es nach. Es schaut wirklich besser aus. Und wenn er euch wirklich gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und wer mich unterstützen will, klickt mal oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Gartenmoni.